Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Spyro 3. Wir sind hier in diesem Kristallinselland, Insel-Level, keine Ahnung wie genau, und haben ja in der letzten Folge noch ein bisschen sauber gemacht, zumindest den Anfang. Jetzt machen wir weiter. Ui. Ich hab dann, Alter. Vor vielleicht in der nächsten Folge, ich weiß ja nicht genau, wie lange ich hierfür brauche. Oh, ja, okay. Also ich kann die nicht kaputt rennen, ich muss die irgendwie abfackeln. Okay, abfackeln ist gut. Wir können die immer so ein bisschen auf Distanz halten. Ich hoffe, ich gehe das Level direkt hin, also jetzt, aber ich hoffe eigentlich, was neues los? Habe ich am Anfang bei dem anderen Level auch gehofft, habe es aber leider nicht geschafft. Hey, Alter! Hier! Alter, hier! Jetzt lass mich mal! Verarschen kannst du mich selber! Oder dich selber, mich selber. Möchtest du einen Zaubertrick sehen? Sieh genau hin! Wie du siehst, ist nichts in meinem linken Ärmel, nichts in meinem rechten Ärmel. Aber jetzt mit einem Wink meiner Hand und dem Zauberwort Alakazam! Wow, Wahnsinn! Am besten gehen wir hoch. Ey, warte! Toll. Oh, Trick 2. Oh, das Level ist bisher nicht schlecht. Also. Ich glaube, bisher haben wir alles eingesammelt, was da ist. Attacke! Ich glaube, ich muss auch in den nächsten Leveln, also in den Abendseelwelten, die wir noch machen müssen. Den Trick nochmal? Ja, sonst komme ich da nicht hoch. So. Okay. Weil ich habe oft genug. Oh, okay. Mal gar nicht geguckt, ob ich irgendwie Wände kaputt machen kann. Aber hier haben wir zumindest unser erstes Ei. Money. Money, money, money. Zwar wird das andere Money mit anders geschrieben, aber. Komm ich so wieder zurück? Nein! Und ui, das war. Wow! Das war Glück. Komm her! Oh, ich muss ihn nochmal ansprechen. Du willst den Trick? Ja, ich will den Trick nochmal sehen. Abracadabaligi. Oder was auch immer du da gesagt hast. So. Ich hoffe, ich brauche dich jetzt nicht nochmal. Immer alles, bevor man weitergeht, immer alles gucken. Was machst du da? Geiler Dance. Yo, 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 yo. Hier. Er kann so viel Jojos machen, wie er will. Gegen Spyros Feuerflammen kommt er nicht gegen an. Muss rüberfliegen. Diese ganze Zauberei ist nur Zeitverschwendung. Aus diesem Grunde werde ich diesen Wirbelwind dort drüben starten. Abracadabra. Aha, Abracadabra. Wo? Ach da. Ja, wie lange willst du noch gegen pfeffern? Danke sehr. Sehr freundlich. Also ich finde... Irgendwie, die sehen gefährlicher aus, als eigentlich sind, diese Großviecher. Sind eher diese Kristallbäume Schrullümmer. Sehen zumindest aus wie Kristallbäume. Tauchen! Oh. Sorry. 3. Da ist noch was. Oder 2. Umdrehen, umdrehen. Also, oh, da ist auch noch was. Alles klar. Weiter, weiter. Ich hoffe, ich habe jetzt hier unten alles im Wasser. Ja, sieht zumindest gut aus. Hopp. Ja. Ich muss aufpassen, wo ich hinspringe, ne? Nicht, dass ich auf einmal runterspringe. Okay. Ey, wo ist er? Oh. Die können doch ruhig öfter oder länger den
die Sachen machen lassen. Okay, ich zeig. Okay. Da, dann zeig mir. Danke sehr. Freundlich. Hihi. Och, was will Geld sagt schon wieder? Er kann mir am Schluss das ganze Geld wieder zurückgeben. Die werden explodieren. Aber die sind keine Rhinox, habe ich gemerkt. Oder das sind Rhinox, das kann auch sein. Ja, was willst du? Spyro, wusstest du, dass ich ein hochbegabter Amateurzauberer bin? Meine Spezialität ist die erstaunliche ausfahrbare Brücke. Ich würde dir den Trick gern zeigen, aber erst brauche ich eine kleine Spende für meine Ausgaben, verstehst du? Natürlich, du bist auch ein super Zauberer. 1000, nicht schon wieder. Okay, gut. Sehr gut. Mal sehen. Hokus Pokus, waggel die Wang, mach die Brücke wieder lang. Klang auf jeden Fall nicht schlecht. Hat auf jeden Fall was gebracht auch, also. Ich arbeite an einem großartigen neuen Trick, aber dieser Bär verdirbt immer alles. Jo. Der Bär, okay, dann hier, Bär weg. So, der Bär ist weg. Jetzt kannst du denn deinen Zaubertrick da einwenden. Aber jetzt gehe ich tauchen. Ich hoffe, ich tauchen muss in diesem Level. Das ist echt der Hammer. Da fährt man aber auch viel auf einmal, ne? Wenn man dann was macht. Ist noch einer von denen. Ui! Alter, die treffen mich ja hier unten. Oh. So, dich habe ich getroffen. Okay, das Ding liegt im Wasser. Nummer 2. Ui! Hier. Verdammt. Friss! Hat der gerade die Geräusche von sich gegeben? Das war unnormal. So, dann schnappen wir uns jetzt die drei Edelsteine. Und dann hier hin. Das ist ein geiler Dance-Move. Ey, guck mal, weil wenn ich auf dem Boden bin, interessiert das ihn gar nicht. Da ist auch ein Ei. Muss noch da. Ja. Ich denke, ich könnte dir meinen neuen Trick zeigen, aber nur, wenn du versprichst, dem großen Zamboni nicht davon zu erzählen. Der stiehlt immer meine besten... Wer ist Zamboni? So. Besten Tricks. Alkazama. Was ja, Alkazama. Das ist der gleiche Trick wie der andere auch. Hey, hey. Du kannst das hier haben. Ich wollte es in einem Trick verwenden, aber mein Zauber prallt einfach davon ab. Tja, ist ja auch ein Drachenei. Lloyd. Oh, schüchtern. Okay, damit wäre das Level an sich fertig. Oh, hier, schwarzes Level. Dann gehen wir jetzt ganz zum Schluss rein in die schwarzen Levels. Ja. Warum ist hier so ein Stern? Naja, dann hier rüber. Oh, wir brauchen Schlüssel. Okay. Das ist sicher auch so ein schwarzes Level. Ah. Komm her! Oh, jetzt müssen wir die auch noch jagen. Gut, da durch. Ja, Tatsache. Oh ja, da nicht mehr. Wo fliege ich her? Oh, ich habe auch nur eine bestimmte Zeit zum Fliegen. Das war doof von dir. Max ist befreit. So, wo bin ich denn hier? Okay, ich habe gesehen, eine Sache habe ich vergessen gehabt. Fliegen wir kurz hin. Moment. Wo war das jetzt? Nee, hoch. Das Geldsack. Hier, da habe ich irgendwas. Da war es doch.
Bumm. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie viel ich genau hab schon. Ist das die Treppe vom Anfang? Ja, die Treppe vom Anfang. Okay, die Frage ist, wo finde ich den Schlüssel? Naja, erstmal gehen wir dann hier rein. Guten Abend, Spyro. Der fantastische Randy wird eine Taschenspielervorführung geben. Ich habe gehört, dass sie ziemlich beeindruckend sein soll. Also werde ich mir die schon mal ansehen. Okay. Ah, das ist charaktermäßige Musik. So. Okay. Kravum. Das ist der Beste. Scheißegal. Wir machen, hauen die einfach kaputt. Bist du da? Ich fürchte, meine Zaubershow war etwas zu viel Aufregung für die Maulwürfe. Die brauchen einen ordentlichen Schlag auf den Kopf, um sich zu beruhigen. Dafür scheinst du genau der Richtige zu sein. Maulwürfe verhauen, jawohl. Ein leichter Schlag auf den Kopf müsste sie zur Besinnung bringen. Aber pass auf meine Freunde auf, die hinter ihnen herrennen. Wart, verhau die Maulwürfe mit deiner Keule, trifft nicht die Zwerge. Alles klar. Boom. Da kommt einer. Hehehe. Da. Boom. 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 Jetzt komm. Ich hab dich getroffen, Mann. Fünf habe ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Jetzt komm. Noch nicht mal die. Oh. Hey. Nein. Zwanzwerk. Das hat nicht gereicht. Sieh nur, die sind wirklich... Völlig aus dem Häuschen. Du musst es nochmal versuchen. Ja, okay. Triff ich die Zwerge. Okay. Kravum. Pum. 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 Nochmal. Nein! Oh, es war knapp. Nein! Alter! Wieso kommen die aus der Erde raus? Ein Leich. Doch nicht wahr, Mann. Ärgerlich. Okay, holt erstmal. Bevor ich das mache, holt erstmal die ganzen Edelsteine hier. Da haben wir die schon mal. Die Zeit ist auch ein bisschen eng bemessen mit einer Minute. Hey, komm her. Bumm. Bumm. Weißt du? Ja, wenn du mir schon in den Weg stellst. Bumm. 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 Oh, läuft gut. Bumm. Bumm. Bam. Komm her. Oh, zwei auf einmal. Oh, bisher klappt das. Komm raus. Nein. Nein. Ich hätte es fast geschafft sogar. Das hat nicht gereicht. Sieh nur, die sind wirklich völlig... Ich weiß, dass es nicht gereicht hat. Ich war ja kurz davor. Zufällig. Boom. Nochmal. Nein. Oh, Mann.
Wieso kommt direkt zu früh? Das hat nicht gereicht. Wie kommt. Warum kommt zu früh vor allem einer von denen? Naja, ich kümmere mich erst wieder um Edelsteine. So, das müssen alle gewesen sein. Bumm. Bumm. Bleib stehen! Na komm! 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 Oh! Oh, Das hat nicht gereicht! Jetzt habe ich einen Zwerg. Und. Das sind ja Zwerge. Und ein Eichhorn erwischt. Puff! Bumm! Ah, da sind so viele hier. Hui. Bleib stehen. Bleib bitte, ey, komm, bleib hier. Zehn Sekunden. Ah. Eine noch. Jawohl, eine Sekunde vor Schluss. Und schau, einer meiner Freunde hat das hier ausgegraben, als er hinter den Maulwürfen her war. Schön. Hank. Oder Hank. Vier Eier haben wir jetzt, oder? Okay. Gucken wir mal kurz, was wir hier haben bisher. Mitternachtswelten. Ungefähr die Hälfte und 4 von 6. Alles klar. Fehlen noch 2. Naja, das nächste sehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Oder wie es weitergeht. Würde mich da freuen, wenn ihr dabei seid. Also bis zur nächsten Folge. Ciao.